Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shine. Ja, es ist ein bisschen her, wo ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, etwas über anderthalb Wochen oder sowas. Ich war zwischendurch ein bisschen krank, aber jetzt machen wir weiter mit den verrückten Scheinen. Wir haben die grünen Laternen dabei, damit kann man springen, das wissen wir ja. Wir waren hier bei diesem Stein. Und jetzt springen wir einfach mal darüber. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Wo? Wieso war das auch immer durchsichtig, hä? Ach, klar. Wenn ich das berühre, wird ja der ganze Stab wird der ganze Stab ja so, dass man durchgehen kann quasi. Komm ich da rüber? Ja. Wow. Okay, jetzt springen und ausmachen und... Ne, jetzt passt es nicht. Aber es war nah dran, oder? War nah dran. Also nochmal, hier drauf springen, hier drauf springen, hier drauf springen, hier drauf springen. Ach komm, das hat doch gerade gepasst. Hier muss man mal so tierisch konzentriert sein bei jedem Schritt, den man macht, weil sonst kommt man einfach nicht weiter. Ah. Shine, shine, shine. Auf jeden Fall kein einfaches Game für zwischen. So kann man es natürlich auch machen, aber das ist mir zu viel gedrückt. Das hat ja gerade auch gepasst, da muss es jetzt auch passen. So, und das ist zu weit. Oh, ich war drauf. Und dann passiert mir sowas. Und wir können nochmal hüpfen. Aber wie gesagt, dieses Spiel ist einfach nur, das ist einfach nur ein awesome Game. Die Atmosphäre, wenn ihr die Musik da schon im Hintergrund hört. Und der Stein, jawohl. Okay, gibt es ein paar rote Fliegen. Das kann ja lustig werden. Okay, Licht dürfen wir nicht anmachen. Na, verdammt. Das ist aber echt tricky jetzt. Problem ist, wenn ich das Licht anmache, dann passiert genau das, meine ich. Boah, das war knapp. Wow. So many of them. We are getting rather close. What are you mumbling about? If there's anything up ahead, you have to tell me right away. How dare you be so insolent? And after all I have done for you. I just want to. Right now we are walking through the realm of Sartarsis. You already know her children. The small insects. Stupid. Harmless. Polluting everything with their red light. But do not make the mistake. Comparing her brats with Sartarsis herself. What do you mean? Let us only hope we do not stumble into her lair. Und jetzt geht's nicht weiter? Oder müssen wir jetzt wieder da hoch? Da oben haben wir es angeflogen, okay. Wir müssen also den Fliegen ein bisschen vertrauen hier, dass sie immer daher fliegen, wo ich auch lang muss. Jetzt läuft's ja ganz gut. Did I already tell you that she uses her spawn to bait her prey? She does what? I'm just saying, maybe we should not be so careless in following these fireflies wherever they lead us. That is what I call successfully stumbling into trouble. Well done. What? You led me all the way without telling me anything about the brood luring us into this trap. Stop your whining and face your enemy. My whining? You were supposed to be my guide. Stop your whining and face your enemy. You don't want to end up being roasted and eaten for dinner. Alles klar, also ein Endgegner. Alles klar. Blöd, ich bin einfach zu blöde. Also, schießen, wenn er schießt, dann muss ich hier hoch. Und dann sterbe ich. Wie mache ich das jetzt? Oh. Das gibt wie. Ich muss da irgendwie nah rankommen, auf jeden Fall. Das ist so viel schon mal klar. Nein, so nicht. Verdammt!
Okay, dann können wir ja nur unten lang. Oh nein. Okay. Wie oft werde ich sterben? Nein, doch. Wo stehe ich jetzt drauf? Alter. Nein! Ich stand da schon gut. Das war richtig gut eigentlich. Das können wir nochmal machen. Alter! Nein! Boah, dieses Spiel will mich echt verarschen, ne? Ist noch ein Stein, da kann ich dann wahrscheinlich hin. Jawohl. Okay, okay, warten, warten, warten. Jetzt rauf und drauf mal springen und nochmal rüber. Und jetzt? Wow. Jetzt muss ich nochmal darüber oder was? Irgendwas habe ich scheinbar richtig oder falsch gemacht. Schießt er anders, okay. Schießt er auf jeden Fall anders. Wow. Wow, wow, nein. Verdammt, ich war schon fast drüben. Bitte nicht wieder von Anfang an, oder? Nee, okay, ich kann hier weitermachen. Oh nein. Boah, ist das ist ja... Das ist ja mega übel, ist das. Mega übel, ne? Okay, spring. Spring rück. Das ist überhaupt nicht so einfach. Das ist total mies. Und das, wo ich das jetzt eine Woche lang nicht gespielt habe. Jetzt hoch. Und hoch und... Nein, ich musste... Oh, ich muss noch die Lampe anmachen. Oh, das ist so übel, dieses Game. Warum fällt er denn ganz durch? Boah, ey, Alter. Nein, zu spät gesprungen. Ich hätte mal meine Fehler kommentiert. Nein, zu früh gesprungen. Zu spät gesprungen. Jetzt nicht spielen. Einmal kurz noch warten und rauf mit dir und rauf mit dir und rauf mit dir. Nein, zu früh die Knopf wieder losgelassen. Oh. Und hupp und hupp. Wow, und hupp. Oh, hätte ich nicht da unten drauf landen können. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich versuche wieder unten herzugehen. Ich glaube, das ist einfacher. Also, wir müssen jetzt. Wir müssen vor allen Dingen warten, bis das Ding noch da ist. Damit wir da drauf springen können. Jetzt raufspringen. Warten, 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 warten. Jetzt springen. Okay. Ich habe doch grün gedrückt. Wollt ihr mich verarschen? Also, warten, 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 raufspringen. Warten, 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 springen. Ah! Boah, dieses Spiel treibt mich zum Wahnsinn. Springen. Warten, 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 springen! Anmachen. Grün landen. Okay. Das ist wirklich nicht lange da, das Ding da. Aber passt. Was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Warum? Achso. Mein Motor wollte einfach mal nicht. So. Fliegen die Dinger jetzt wieder anders? Okay. Da kann man theoretisch drauf und... Okay. Bist du jetzt tot? Habe ich dich jetzt besiegt? Yes, indeed. While the sight of these ancient creatures fills one with awe and respect, whereas their death brings joy and power. Power. Yes, power.
Finally, we have access to the Red World. Let us use it. Wir haben jetzt den roten Schein, wie man sieht. Oh. Ne, jetzt muss ich ja nochmal rüber, oder was? Ah gut, das ist ja easy. Jetzt habe ich ja eine rote Lampe. Na, ah, ist easy, sag ich, ne? Ich bin auch zu blöde, ey. Komm, mach mal an. So, das ist eigentlich ganz easy, wenn man weiß, wie man was machen muss. So. Jetzt mit der roten Lampe ist das... Oh, wie gruselig, wie er aussieht. Das ist schon geil, irgendwie. Da Where do we go now? I don't even see a way out. Oh. It looks to be so. Don't tell me there's another hidden door somewhere in this rotten place. I don't want to search again through all the places we've already been through. Relax, lazy bones. Do you not remember? There has already been a dead end before. With our new power, there would not be anything left to stop us. Just use your wits and your outstanding sense of orientation. Okay, hervorragenden Orientierungssinn. Ich gehe mal in diese Richtung dann. So. Gehen wir mal hier ein Stück zurück. Vielleicht kommen wir da lang. Hopp. Nein. Den hervorragenden Orientierungssinn. Vielleicht da oben irgendwoher, kann das sein? Klar kann das sein. Kann, ist aber nicht. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Irgendwas hier, wo ich lang muss? Nee, ne? Grün, nix. Rot, nix. Wo muss ich denn jetzt lang? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ah! Da gibt's nix. Wir haben jetzt hier die neue Power, die rote Power, die könnten uns hier weiterhelfen, eventuell. Aber ich sehe nichts. Ich wüsste jetzt nicht. Drücke RB, um das rote Licht abzuschalten, ja klar. Oder anzuschalten. Halt. Na, Mist, zu früh. Komm, geh wieder an. Oh, ich bin zu blöde, ey. Bin zu blöde. Wie geht's denn jetzt hier raus? Wo geht es hier jetzt raus? Hier ist auch nichts, ne? Nein. Okay, wir suchen einfach den Ausgang in der nächsten Folge. Bis dahin, sag ich mal, tschüss.